Hallo, ich bin Dr. Achim Pretzinger, Koi-Doc, und möchte euch heute meine Produkte vorstellen. Hier habe ich den Power Snack und Koi-Docs Koi-Snack. Der Power Snack dient in erster Linie dazu, weil er sehr handlich ist und die Fische ihn sehr, sehr gerne mögen, dass man die Fische damit aus der Hand füttern kann und sie sehr, sehr schnell handsam werden. Er ist durchaus etwas mit Vorsicht zu betrachten. Wenn ihr ihn zu stark und intensiv füttert, dann werden die Fische zwar wachsen, aber auch in die Breite gehen. Also ein bisschen Zurückhaltung. Mit 12% Fett ist es natürlich eine sehr leckere Variante, aber es hat schon seinen Grund, weshalb ich ihn Power Snack genannt habe. Im Gegenteil dazu, der Koi Snack. Das ist ein reiner Getreidesnack mit Spinat, Mais und Karottenanteil. Wann sollte der Koi-Snack gefüttert werden? Immer dann, wenn der Fisch Probleme hat, das Ammoniak, was aus der Eiweißverstoffwechselung resultiert, abzugeben über die Kiemen. Beispielsweise, wenn abgeleicht wurde und ohnehin viel Eiweiß in den Teich geraten ist. Oder aber, wenn wir pH-Wertschwankungen haben. Über 8,5 etwa fängt ja das Ammonium an, als giftiges Ammoniak vorzuliegen. Dann wollen wir einfach die Eiweißmenge in der Futterration etwas reduzieren. Und das gelingt am allereinfachsten, indem man das Futter zu einem Anteil durch Koi-Snack ersetzt. Ich habe auch Videos zu meinen anderen Produkten gemacht. Wenn ihr euch darüber informieren wollt, die findet ihr auch hier auf meiner Website oder auf meinem YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.